Ljubiša Bogdanović wurde 1953 im damaligen Jugoslawien geboren. Als er noch ein Kind war, beging sein Vater Selbstmord. So wuchs Bogdanović zusammen mit seinem Bruder bei ihrem überstrengen Großvater auf. Ab 1981 hatte er einen Waffenschein. Er kämpfte unter anderem im Kroatienkrieg. Zusammen mit seinem Sohn arbeitete er lange Zeit bei einer slowenischen Firma, bis beide 2012 ihren Job verloren. Nachbarn wussten später zu berichten, dass Bogdanović einen Streit mit seinem Sohn hatte, da er die Freundin seines Sohnes nicht für gut genug hielt. Am 9. April 2013, zwischen 4:30 und 5 Uhr morgens, stürmte Bogdanović in 5 Häuser seiner Verwandten und Nachbarn und tötete sie mit Kopfschüssen im Schlaf. Es starben 6 Männer, 6 Frauen und ein 2-jähriges Kind. Es wird vermutet, dass als erstes sein Sohn und seine Mutter seine Opfer wurden, die zusammen mit ihm in einem Haus lebten. Die Mutter hatte den Schuss zwar zunächst überlebt, verstarb aber kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Die Polizei konnte den mittlerweile schwer verletzten Bogdanović am Selbstmord in seinem Garten hindern. Doch er starb an seinen Verletzungen am 11. April 2013. Das Motiv für dieses Massaker ist bis heute unklar. Man weiß nur, dass in der Familie psychische Krankheiten bei mehreren Familienmitgliedern festgestellt wurden. Die serbische Regierung erklärte den 10. April 2013 zu einem Trauertag. Schärfere Waffen- und Munitionsgesetze sind geplant.